Das LWL-Museum zeigt seit Ende September auf 1200 Quadratmetern die Sonderausstellung Wasser bewegt, Erde, Mensch, Natur. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass sie sehr vielfältig ist. Also wir decken ganz, ganz viele Themen ab. Und ebenso vielfältig ist auch die Art der Gestaltung. Das heißt, wir haben klassische Exponate, es gibt Sachen, wo man selber mitmachen kann und auch ganz besonders, zum Beispiel, wie man hier sieht, Stationen, wo man auch Sachen anfassen kann. Das ist nicht nur für Blinde und Sehbehinderte von Interesse, sondern auch für sehende Besucher. Wann kann man schon mal, wie hier, einen Fischotter anfassen? Die Ausstellungsmacherin Jana Johe und Vanessa Rüttler wollen mit der Ausstellung deutlich machen, dass Wasser ein besonderer Stoff ist, dass in ihm viel Energie und Kraft steckt und auf der Erde bedroht ist. Der 4,30 Meter lange Shark Observer zählt zu den Highlights der Ausstellung und wurde in den Jahren 2006-2007 vor Südafrika eingesetzt, um weiße Haie zu erforschen. Eine technische Raffinesse ist die sogenannte Augmented Reality Sandbox, bei der der Wasserkreislauf virtuell erlernt werden kann. Also es gibt einmal eine 3D-Kamera hier oben, die die Oberfläche scannt, und dann gibt es einen Rechner unten, der das Ganze dann verrechnet, und durch den Beamer wird dann eben die Oberfläche und das virtuelle Wasser dazu projiziert. Die Ausstellung Wasser bewegt, Erde, Mensch, Natur wird noch bis zum 30. Oktober 2017 im LWL-Museum Münster gezeigt.